Da ist noch ein Schießpulver, ein normales Fass. Ah, da bin ich eigentlich voll. Ich bin voll. Gut. Was braucht denn der da so lange, Alter? Was denn? Die Schaluppe steht immer noch an dieser kleinen Insel da hinten. Was für Richtung ist denn der? Richtung Süden. Da, wo der große Stein ist. Siehst du Ja. den? Ja. Direkt Solltest du mit dahinter. das Questfass mitnehmen, ne? Ja, genau. Nimm es mal mit. Dann viel Glück. Tschüss. Hallo, Jolorius. Warte, lass mich kurz rausgehen, damit ich nicht mitsterbe, wenn du hochkommst. Ich hätte jetzt eigentlich sogar gedacht, dass wir alle zusammen reingehen, in der Hoffnung, dass alle gleichzeitig sterben. Nein. So, jetzt bin ich bei den Dreier-Ding. Links, rechts, links. Wer schießt hier? So, ich Wer bin im schießt denn ein Mittelteil. Schwein? Du bist schon Mittelteil, das heißt, du bist den anderen Weg gelaufen. Ich bin den gelaufen, den ich das letzte Mal auch gelaufen bin. Na, okay. Hier warte ich nochmal einen Zyklus ab. Dafür. Gut, dass ich nicht die das Fass hab. Bist du gestorben? Ja. Jetzt kommt der schlimmste Part. Siehst du die Bretter am Boden, also diese halb gebrochenen? Ja, da ist wahrscheinlich die Todeslinie. Ich bin durch. Na, nice. Nice. Geil. Good job. So, dann warte ich hier unten auf euch. Was sind die Auslöser? Welche Auslöser? Die aktivieren die Klappen auf dem Fallen. Boden. Ach so, die sind normalerweise nicht standardmäßig an. Weil ich bin erst später gekommen und da waren sie schon ausgelöst. Ja, das kann sein, dass ich da direkt drauf gelaufen bin am Anfang. Dann Das kann ja wirklich sein. werde ich mal schauen, dass ich die jetzt mal nicht auslöse. Weil die haben ja bestimmt irgendeinen Cooldown. Die sind aber sehr lange da aktiviert. Die Ach sind sehr so. lange an. Und dann geht's ab, wenn ich Ja, so drauf das ist nicht sitze. der erste Moment, wo ich da war und mich erschrocken habe, dass mich genau das passiert. Ach so, deswegen hast du dich vorher so erschrocken, ne? Was macht der da? Ach, die da. Das heißt, muss ich die auch schon überspringen? Keine Ahnung. Mach's mal. Jetzt sind die eh schon aktiviert. Eigentlich brauchst du die jetzt nicht mehr überspringen, wo sie hinten in die Fallen laufen. Ja, aber dann werden sie irgendwann mal allerdings ausgehen. Achso, und die kann man dann umgehen, klar, genau, aber dann wird sie nicht ausgelöst. Cool. Ist ja praktisch. Schon da. So, und wenn man dann so vorbeigeht, dann jo. Ja, stimmt, dann geht's nicht. Das Cool. Fass hast du schon gesehen, habe ich da In der Theorie, ja eingestellt. genau. Jetzt kommt ein Skelett. Ich habe das Gefühl, wenn alle draufgehen gleich. Aber das ist Ja, glaube ich auch. Ich will ja, ich weiß ja nicht, was hier unten dann gleich passiert. Spawnen gleich bestimmt ziemlich viele so. Ich denke auch, also es sieht für mich so aus, als müssten hier unten drei Mann stehen. Am besten. Jeder an Bin gleich einem da. Punkt. Einer rechts, einer links, einer hinten. Und da muss man die Fallen einfach betätigen, damit niemand ans Fass in der Mitte kommt oder so. Das Problem ist nur, wenn man den hinteren Hebel drückt, dann kommt Ja, dieses falsch. Pendel runtergefallen und zerstört das Fass. Daher Nee, geht der, sollte nein. nicht. Nein, tut Ist es rechts und nicht. links davon. Ja, es ist rechts und links. Echt? Jo. Ich dachte, das Pendel trifft genau dieses Podest dafür, das Fass. Nein, nein, nein. Vielleicht sah das vielleicht im Stream so aus, aber ist nicht so. Wo geht's jetzt hier weiter? So? Nö, da bin ich hergekommen. Ja.
jetzt mal immer diese Irrfahrt. Weil drüben ist ja das Zeichen, das du musst dollern. Ah, okay. Jetzt ab. Doch, Mann! Es ist direkt vor ihm! Genau. Er hat's geschafft. Er hat's gefunden. Ach, geh. Ey, du standst gerade ziemlich nah an dem Dingens dran, an dieser Holzpfeilfalle. Können. Ja, ja, Gil. Ja, ja. Da unten wird's gleich witzig, ja, da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Auf geht's, ne? Frage ist, was müssen wir jetzt tun? Ja, drauf da mit dem Fass. Viel Spaß. Deffen. Okay. Dann alle mal die Hebel ziehen, oder? Jetzt geht's los. Ein Vertrag ist ausgelaufen bei mir. Jawohl. Zack. Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Jeder kämpft für sich alleine. Aber die gehen auf uns, nicht auf das Fass. Ja, okay. Gott sei Dank. Boah, das sah gerade übelst gefährlich aus. Oh, das ist natürlich kacke, wenn die jetzt mit Schrotgewehr kommen. Geh an die Wand, geh an die Wand. So bin ich. Ich geh auf zu den Schrotgewehren. Krieg vernichtet. So schießen dürfen wir eh nicht, weil wir hier das Schießpulverfass haben. Müssen wir eh voll aufpassen. Nur halten hier das Schießpulverfass. Das wäre witzig. Einer schießt mit Schrotflinte aus Versehen daneben. Zack, boom. Ja, genau. Voll am Arsch. Nächste Welle. Okay, du hast ihn hier bitte. Wie sehe ich die Gemeinde jetzt auch? Ja, genau. Jawohl. Das sah gut aus. Und los geht's. Jawohl. Sehr gut. Rechts von der Logo. Hebel tätiger. Ich hab kein Essen mehr. Tätigen Hebel. Okay, der letzte ist tot. Auch immer mal auf. Hm. Sollte eigentlich ja. Oh, oh, oh. Genau. Scheiße, ich bin tot. Du hast mich getötet. Auch tot. Scheiße. Fuck. Lebst du noch mal rein? Ja, ne? Ich bin der Einzige, so wie es aussieht. Ich bin nur von der Stachel von Yodo getötet. Ja, ich schau mal, dass ich es ein bisschen rauszögern kann. Kann ich hier rausgehen? Ja, hier kann ich rausgehen. Wart mal hier auf euch.
Versuch dich mal ein bisschen zu beschäftigen. Die Frage ist, ob hinter uns eine Tür zugegangen ist oder so. Ja, genau. Ja. Mal schauen. Ich schick den jetzt durch um Kreis rum. Ich hab auch gerade Schießpulver fast gefunden für später. Ja, hinten beim Bett. Das war das, was ich da gelegt hatte. Also ich warte dann hier auf euch. Weil, was ich lustig finden würde, ist, dass wenn das die letzte Welle wäre. Das wäre echt lustig. Ja, und du wartest so umsonst. ist auch nicht schlimm, weil er kommt die ganze hinter mir her und läuft mir hinterher die ganze Zeit. Ist ganz witzig. Kennt sie nicht so aus? Ja, es geht trotzdem gut. Gesellt sie noch ein normales Skelett mit dazu? Jetzt verstehe ich, was du meinst mit den Verirren. Also ich wusste, wo du warst. Ja, schon, gell? Aber ich muss dann auch nur geradeaus laufen. Also. So, ich werd da. Oh, super. Lauf mit mir dann gemeinsam den Kreis, wenn du da bist, weil sonst geht er auf dich los. Ich bleib einfach hier hinten, dann trigger du, weil auf dich triggert. Ja, genau. So schnell passiert das. Immer ansammeln, wenn man eine Falle besitzt, bitte. Ja, stimmt. Ihr habt also anfangs habe ich es auch nicht gemacht. Und später dann schon, ja, das ist echt. Die Lorios-Falle ist halt bei mir das Harte. Deine Falle ist mir egal. Ja, stimmt. Meine Falle ist an euch auch egal, aber ich bin sehr in der Mitte. Ja, meine ist zweit abseits. Da musste ich jetzt bloß bei mir Julius ein bisschen aufpassen, weil er war ab und zu in meiner Gegend. Ja, verflucht, wo war denn nochmals der zweite Abschnitt, ey? Ich hole mal schnell das Trinken vom Bett, bis von da. Was geht denn bei euch, ey? Orientierung, was das? Kenn ich nicht. Hol mal das Essen, schick mal Link. So, trockener Hals ist blöd. Oh ja. Also ich sehe mittlerweile sogar zwei Schalungen. Oh, okay. Aber sind noch weit weg von uns, oder? Jo, der eine versteckt sich immer noch da hinten hinterm Stein. Und der andere ist noch eine Insel weiter. Ah, hallo Julorius. Ja, oh, es sind noch mehr gesprochen. Nice. Du hast ja deiner hat sich vermehrt. Ja, der eine ist rausgekommen aus dem Dings. Oh, jetzt kommst du zu euch. Ich stehe am Hebel. Jo. Gut, ja, ich auch. Ich jetzt auch. Achtung. Ja, bei mir auch. Achtung. Bitte Achtung. Ja. Oh. Der hat sich eigentlich in Bewegung gesetzt. Ich glaub's nicht. Was hat denn der gemacht? Ich hasse die Skelette, die sich. Achtung, ich gehe auf den Sand, nicht. Okay, passt. Achtung. Oh, der Captain ist da. Oh, der hat mich gewonshottet. Oh shit. What? Mitten ins Gesicht. Naja, mit der Donnerbüchse, ne? Ist noch er da. Ich bleib auf dem Sand, nichts auslösen, bitte. Ja, ich bin bei dir. Der ist beim Fass, aufpassen. Wo ist er denn? So, jetzt können wir extra locken. Ja. Captain of the Lair. So. Nice. Mondtotem.
War's das oder wie? Ja, nee. Also Notizen gab's jetzt. Also hier ist nichts mehr. Geil. Der Trickbetrügerstein. Boah. Ach, GG. Dass du meine Werkstatt aufgesucht hast. Ich hoffe, Brixys Freundin war nicht zu grob zu dir. Suche nach dem Malen des Mondes, um den Stein in der verborgenen Kammer, um den Stein in der verborgenen Kammer auf Question Island zu finden. Ich zeige dir meine Ehre, Pirat, aber sei gewarnt, hol dir den Stein des Ruhmes wegen und verfalle nicht der Gier. Du hast das Spiel gewonnen. Ich habe keine Äste mehr im Ärmel. Okay, letzte. Ach, hast du mehr, ja. Ja, das ist dann letzte Aufgabe jetzt, ne? Ich vermute, ja, genau. Da kommt trotzdem noch was. Da kommt noch was. Weil das sind keine Asse mehr im Ärmel, das würde niemand so sagen. Hm. Na, mal schauen. Und der andere ist weg. Da hinten. Ja, die kommen beide nicht hier hin. Die trauen sich nicht. Dann könnt ihr schon mal Question Island suchen. Question Island. Gut, ich geh da mal rauf. Ja, fallen sie noch aktiv, ne? Fallen sie noch aktiv? Okay. Nicht einfach dumm durchrennen. Aus Protest jetzt einfach das Teil in die Luft jagen. Ja, ich das bin gerade unten, aber nee. Aber eigentlich könnten wir sterben, ich habe das Gefühl, noch schneller oben zu sein. Aber nee, ey, da ist ein Mondtotem, das brauchen wir, glaube ich. Genau, für, das brauchen wir. Mondtotem. Wo ist Mondtotem? Ich hab das in der Hand. Bavarian in der Hand. Ach so, ja. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja. Lol. Da ist immer jetzt das Problem, dass ich durchkommen muss. Ja. Aber wenn ich sterbe, dann ist es nicht so schlimm. Ja, ich bin noch in der Nähe, so ist es nicht. Da kann ich nochmal runterkommen, das nochmal einsammeln. Ja. Ist ja kein explosives Fass. War gut gemacht, Bavaria. Gut, gell? Ja. So. Entweder gehst du jetzt da runter oder hier hoch. Das hinaus. Wo ist denn hier hoch? Beim Wasserfall? Hinter dir. Ja. Entweder hier hoch oder da unten her. Ja. Ich zwei Wege. Hoch. Pass auf, hier war der. Was? Das ruhig mich gerade. Ne, das war hier. Hier aufpassen wegen dem Boden. Wieso bist du dann beim Boden? Weil hier es aus dem Boden rauskommt. Ah, okay, ja klar. Okay, passt. Ich bin eins plus hinter dir. Mhm. So. So ist das. Ich muss jetzt ein bisschen weniger, weil ich jetzt keine Laterne in der Hand habe. Also, so wie es aussieht, sind bei den beiden Schaluppen jeweils zwei. Einer auf dem Schiff. Boah, du bist sehr knapp da dran. Ja. Hier ist das. Und knapp hab ich's. Sind hier noch was? Nö. Nö, nicht der erste. Boah. Alter, aber Varian, Mann. Was denn? Ich dir zugucke gegen den Herz, Kaspar, wie knapp du das da machst. Geht ja. Schon. Ich bin ja hinter ihm und ich sehe das, ja. Alles wunderbar. Die letzte Falle. Ah, okay. Passt. Oh, jetzt stirbt er. Da ist nichts mehr. Ja, ich meine jetzt, wenn du beim letzten Schläger da jetzt gestorben wärst. So. Ich glaube, ich wäre richtig getiltet. So. Alles richtig gut und knapp geschafft, so, aber der letzte sagt sich so, nope. Hier stelle ich jetzt ein Bein, Alter. Wo ist der jetzt schon wieder hin? So was kann man echt super machen, wenn man auf der Galli ist, weil mit der Schaluppe wirst du dann ganz gerne überfallen, dann ist die ganze Quest am Arsch. Super, schon mal Fashion Eye. Mhm, genau. Getan hat. Okay, Abflug. Süden. Legt das Totem auf die Ablage, wo die Totenköpfe immer liegen. Jo. Alles klar. Obwohl. Wir müssen in den Süden. Doch. Zack. Das Mondtotem. Das Mondtotem. Das sieht aus wie so eine Stelle, wie wir das letzte Mal hatten. Wenn wir dann wieder so Indiana Jones-Style-mäßig im Wasser ertränkt werden. Ui. Ich glaube, die sind dünner. Der, das ist also tot.
Ich frage es halt echt, wo das hin muss. Ne? Hm. Werden wir gleich rausfinden.